Da sind wir, ne? Aus dem Kids Club. Kids Club? Kids Club Vlog, wollte ich sagen. Genau, der Aida Stella. Von Teneriffa. Genau, der. Haben uns hier gerade mal reingeschlichen? Nein, geschlichen nicht. Wir dürfen hier rein, wenn wir Frieda dabei. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist hier. Ja, ist schon ein recht großer Bereich. Gott sei Dank gerade nichts los. Ein Kind vorne im Bastelbereich. Ja, ihr könnt eure Kinder ja auch abgeben, wenn ihr einen Ausflug macht. Ne? Genau. Ich filme also mal ein bisschen rum. Die betreuten Gruppen fangen eigentlich ab 3 an. Aber ihr könnt natürlich auch so betreuen lassen, wenn ihr eine Massage habt oder einen Ausflug oder so, ne? Das geht auch. Das geht auch. Oh, das ist nett gemacht. Auf jeden Fall. Die haben eigentlich den besten Ausblick, ne? Ja, wenn ich hier mal lang gehe. Auf der Heckwelle. Hier gehen wir mal hin. Wir haben einen guten Blick hier, die Kiddies. Wenn du was größer bist. Sind die Kabinen. Und aber hier kann man ja auch, Eltern-Kind-Zeiten gibt es ja hier, ne? Wo man immer hin kann mit den Kindern spielen. Ja. Kann man hier rausgehen oder drinnen auch, ne? Also verschiedene Räume mit Basteln, mit Piratenzimmer. Genau, gibt es alles hier. Was ist hier noch für ein Zimmer? Theater gibt es da auch, Theater. Da können sie dann Aufführungen machen. Toiletten, Wickelraum, alles da natürlich. Also ist schon gut hier. Wir sind, wie gesagt, Teneriffa angekommen. Heute Morgen um 8. Ja, ein bisschen früher. Ein bisschen früher. War noch wolkig, jetzt ist hier alles aufgerissen. Ja. Ihr seht es, es ist warm. Ja, es ist sehr warm. Im Dezember. Gestern Abend war noch Alpenglühen. Da könnt ihr nochmal. Fredchen Nagel. Ja, war noch keiner da. Waren noch irgendwie gab's unterwegs. Auch wieder Brezel, als wenn man und Oberster und weiß ich nicht alles, ne? Ja. Als wenn man hier verhungert, ne? Genau, ich hatte schon wieder Hunger nach 10 Minuten nach dem Abendessen. Ja, und dann waren wir noch schön in der AIDA-Bar. War ja, auch da haben wir den Abend ausklingen Band, lassen dann mit Liveband. Connection. Kleines Dodo-Getränk haben wir noch genommen. Du hast eine Lemonade. Ich habe so ein Lemonade. Ja. War sehr gut. Aber Nacht wir werden jetzt... war entspannt. Ja, auf jeden Fall. Also war sehr entspannte Überfahrt hierhin. Ist gut zügig gefahren in Nikos. Und war echt eine angenehme Nacht. Frieda hat lange geschlafen, bis kurz vor 7 heute Morgen ungefähr. Also können wir uns glücklich schätzen. Ne? Durchgeschlafen. Das ist, wo wir sagen, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Super. Jetzt sind wir alle ausgeruht und können jetzt hier mal Santa Cruz de Tenerife erkunden. Wir erkunden mit euch die Stadt mal wieder. Ne? Genau. Also kommt zeigen damit. Zeigen euch das. Und freuen uns, wenn er dran bleibt, ne? Genau. Ach so, ich habe gerade noch was abgedreht. Habt ihr auch schon gesehen, ne? Genau, Kabinenrundgang ist schon online. Also guckt euch den an, wenn ihr den verpasst hat, auf unserem Kanal. Bis später, ciao, ciao. Was hat sie gesagt? Ja, in 2 Stunden rauf und runter, wie manche das schaffen. Ein Helikopter zum Tele, ne? Ja. Wir strollen hier mal das Hafengebiet. Ist ja direkt hier. Ist uns bekannt. Waren ja schon öfter hier. Letztes Jahr sind wir hier mit dem Speedrunner. Mit dem Speeder. Fred Olsen. Fred Olsen. Express. Sind wir hier angekommen und auch wieder abgefahren. Ja. Knapp eine Woche, ne? Ja. Sind wir nur geblieben. Eine Woche haben wir ja auch noch Zeit. Dann da gehen wir hier wieder von Bord. Quasi auch wieder. Schon dabei. Ja, aber sie ist schon dabei damals. Aber in the inside. Ja, und ein bisschen kleiner. So. Wir haben hier schönstes Wetter und gehen jetzt mal ein bisschen hier durch einkaufen, die Stadt. Ne? Der einkaufen, Vater will genau. Wieder einkaufen. Genau. Ich ja immer. Nicht. Ich bin hier nur so ein bisschen. Ihr kennt ja hier die Frau. Die will immer kaufen. Bis später. Ciao, ciao.
Ja, habe ich dich beim Strollen gefunden. Sind wir am Rückweg, ne? Und das war jetzt nicht weit, ne? Wir sind ein bisschen hier rumgelaufen, Fritte. Ja, wir waren shoppen, aber nur fürs Kind. Nur ne? für Frieda. Wie immer. Und der Vater. Ich habe nichts gekauft. Der hat Bier getrunken. Cero, cero. Ja, ich glaube, ich muss mal dich anders, dann bist du besser geleuchtet. Ist besser, gib mir mal ein Licht auf. Die Seite ist besser bei ja. Die ist heller. Ja. Da ist das Haar nicht so dicht auf der Seite. Ja, aber hier kann man auch schön lang strollen. Mhm. Bis zum Auditorium. Ne? Was hast so? Du gelernt? Das war natürlich mal wieder teurer als geplant, wie bei allen großen Bauten. Ja. Fast doppelt so teuer. Und das hat. Wann wurde es fertiggestellt? 2003. Ja. Und 89 haben die angefangen. Und 70 wurde das ausgeschrieben. Boah, hat er sich alles gemerkt. Ja, mal. Wahnsinn. Ja. Hier ist ein Spielplatz, kannst du auch mal rumfilmen. Für die das Kiddies. Ist top. Direkt, ja, das, was ich gut finde. Direkt beim Schiff. Das kommt jetzt hier. Direkt das Ruderboot, ne? Bestimmt von hier, wie heißt Robinson das? Robinson Crusoe. Oder nee. Jack Sparrow. Nein. Das ist von Cristobal Colón. Christoph Kolumbus. Ja, das war die spanische Variante. Si, klar. Ja, aber der Weg, ne? Das musste nur geradeaus laufen eigentlich. Ja. Wir waren ja vorher noch in der City. Ja. Und haben da ein bisschen. Haben wir uns umgeschaut, Käffchen getrunken. Und ganz dann entspannt, ne? Am Auditorium haben wir dann lecker was hier. Boah, die Torte, also. Und tipp, preislich ne? auch super. Höchst günstig eigentlich. Wir haben die Torte Tres Chocolate. Das war der Burner. Dann noch 2 Sandwiches, Brötchen. Und noch so eine kleine Torte, Kaffee, Bier, Apletissa. 14 Euro oder so, ne? War das? Ja. Das war. Konnte ich gar nicht glauben. Also hier ist sehr günstig, was das angeht. Können wir euch also empfehlen. Ich blende hier mal eine Karte also ein. Also lasst noch ein bisschen ne? was Hunger übrig. Will genau, ich. Das ist nicht weit. Hier einfach die Wenn Avenue ihr frühstückt, lang. Dann nicht zu doll. Weil ja. hier gibt es gute nationale Spezialitäten. Von daher, ne? Und immer, wenn man einen Kaffee trinken macht, nimmt man einen Cortado. Sehr lecker. Schön klein. Espresso mit Milch, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Schmeckt sehr gut. Wir sind jetzt am Schiff gleich wieder angekommen. Gehen noch mal drauf. Frieda noch was essen. Und ja, die dann möchte gerade nämlich nicht so ihr Mittags. Ist wählerisch, sagen wir es mal so. Ihren Mittagsbrei, ne? Hat sie von der Mutter. Das stimmt nicht. Ich schwenk noch mal um. Oh, das Licht. Nee, ich muss mich. Wir müssen dann so schwenken, ne? Oh. Schwenkautomatik. Das ist hier mit dem Licht schwierig. Die Sonne kriegt ja auch von da. Wir nehmen die Leute jetzt einfach mit aufs Schiff. Kommt mit. Sind ja, mit dabei wert. Drauf. Ihr braucht doch keine Bordkarte. Wir haben noch was einiges zu zeigen. Ja. Also, ach so, das haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht erzählt. Das ist noch wichtig. Wir hatten heute wieder eine Überraschung, ne? Genau. Nach das Nikolaus hat man da was. Reißt nicht ab, ne? Ne, Frieda kriegt ein Geschenk. Fred. Dann hatten wir zum Nikolaus jetzt für Frieda noch. Das war süß gemacht in so einem Beutelchen. Ja. Blenden wir mal ein. Genau. Mit Klubbi-Handtuch. Ja, und Klubbi-Stickern. Stickern, auch gut. Und dann noch, was war noch? Schoko-Nikolaus, ja, ne? Halt für die Figur, ja. Was wieder noch gar nicht ist. Also AIDA, top. Super. Wir sind begeistert. Wir gehen jetzt aufs Schiff. Bis später, ciao, ciao.
Buenos dias. Buenos dias. Back again. Ja, Frieda sagt auch guten Tag. Guten Tag. Ja, wir stehen mitten in der prallen Sonne. Ja, es ist richtig kalt hier heute. Boah. Ich würde sagen 25 Grad. Oh, da kommt ein Containerschiff. Das habe ich hier auch noch nie auf La Palma gesehen. Ist ja der Knaller. Nur neue Sachen heute. Also wir sind auf La Palma, ne? Mhm. Für den Fred ist jetzt zum ersten Mal auf freiem Fuß. Auf freiem Fuß, sonst musste ich mal in diesen geführten Ausflügen da. Jetzt kann ich zum ersten Mal richtig selber. Das hier ist schon das vierte Mal quasi. Ja, jetzt, ne, zum ersten Mal hier selber raus. Und ja, wir hatten sehr einen guten Start in den Tag. Wo hast du hier Frühstück? Wir waren heute frühstücken im Marktrestaurant. Ja. Ja, weil da, die hatten am längsten noch offen. Und ja, da fanden wir wieder ein schön angenehmes Frühstück. Hatten richtig gute Sachen auch, muss ich sagen. Also richtig frisch. Und man kann sich ja Obst da auch, was man möchte, dann schneiden lassen. Ja. Ne, das geht ja alles. Ja, und das war halt am längsten auf. Deswegen sind wir da frühstücken gegangen. Genau. Ne? Gestern Abend noch schön die Skyline von Teneriffa, habt ihr ja gesehen. Ne? Genau. Wir saßen nur in der Anytime-Bar. War einmalig, ne? Auslaufen 22 Uhr, kam wieder eine Durchsage. Ich bin schnell runtergehechtet. Aber 5 Minuten noch nicht mal, oder? Ja, das ging 3 Minuten. Schnell. Ja. Also das ist bei AIDA hier top. Ich habe nur angerufen, ob das irgendwie auszustellen ist. Aber das ist der Sicherheitshinweis. Sicherheit geht nicht, können wir verstehen, geht vor. Aber wenn man das weiß, wir haben angerufen, wie viel Uhr. Weil wir sind ja gestern nicht angereist, aber andere, die mussten, ja, die sind ja aber alle sehr vernünftig, waren und gehen, alle machen da. Alle die Übung vorbildlich mit, von daher war das alles schnell abgehandelt. Und ja, die Crew konnte dann auch wieder alle normalen Regeln wieder in Kraft setzen. Genau, das wollte ich sagen. Wortfindungsschwierigkeiten, so, auch hier in der Sonne. Er hat zu viel Bier getrunken, ne? War ein Bier dabei. Ich eins. Ja nicht, ne? Ich bleibe hier bei so alkoholfreien Getränken. Bei alkoholfreien Getränken, ja. Die sind freudig. So, wir marschieren jetzt los. Ihr kommt mit. Genau. Ne? Keine Frage. Kommt mit. Wir filmen. Zieht euch die Badehose an. Wie Fred dann auch hier die Stadt erkundet. Ja. Also er ist nur mit dem Rad mal durchgelaufen, aber jetzt wird er wieder shoppen gehen. Hört sich jetzt komisch an, mit dem Rad durchgelaufen, aber war wirklich so. Guckt euch nochmal die Vlogs an. Ne? Von seid ihr seitdem dabei? Schreibt mal in die Kommentare. Richtig. So, jetzt wir sehen uns später. Wir der Linie Azul. Ciao, ciao. Blauer Himmel, Fritte, ne? Ey, Linie Azul. Linie Azul, Blue Line. Blaue Linie, wir folgen. So, Fritte, auch was Neues für dich, wa? Nein, ich war ja... Du bist noch nie durch? Doch. Also 2014, immer nur in der Gruppe, nee, unterwegs. 2015 war ich ja schon mal hier. Ah, da. Das erste Mal. Ist alles aufgekauft hier, alles leer ist schon. Nee. Ne? Ist ja voll, siehst du ja. Ja, es ist ja auch seit 2015, 8 Jahre her, hatten sie ja Zeit, um das wieder aufzubauen. Da gab es die Halle hier noch gar nicht. Nee, ich glaube, da wurde die nur gebaut. Ja, ja. Ich glaub, ja, Areukas. Oh, den nehmen wir mit. Hier, wenn ihr mal hier seid. Der macht keine Kopfschmerzen. Der ist lecker. Ja, und macht keine Kopfschmerzen. Ja, ne? Da kannst du wie Fritte eine ganze Flasche von trinken und dann hast du trotzdem keinen Helm. Bis später. Echt? Fritte, was ist das? Eine Weihnachtsbaum und Stern. Nee, wie heißt das? Christstern. Der ist echt. Ja? Der ist echt. Boah. Bitte hier, ne, wieder Weihnachten. Hier ist wieder Weihnachten. Ja. Aber die Temperatur. Ich lese da 27 Grad. Ui. Ich war hier schon so lange nicht mehr so auch. Ja. Sehr schön, ne? Ja, vor allen Dingen, dieses Fußläufige ist ja ideal für uns, ne? Das stimmt. Ideal, oder? Mit Kind, ja. Zeigen euch mal, was ihr hier alles so fußläufig erreichen könnt. Boah, hinten gibt es auch noch einen Strand. Also heute guck mal, ist ja ein laufen. Bombentag.
Leute, wen hast du hier gefunden? Einen guten alten Freund, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich hab grad Norbert. Sag dann mal in die Kommentare. Noch nee, haben wir den Film anders. Nicht so oft geguckt, wenn Frieda wahrscheinlich Fernsehen guckt. Der heißt irgendwie an. Anders. Ich komm grad nicht drauf. Fred heißt der. Nee. Ritte, wo bist du hier? Hier bei der Santa Maria. Was ist das? Das ist das Schiff vom Cristobal Colón, ne? Das, so Christoph Kolumbus. Auf Spanisch aus. Nicht Spanier unter uns, wie auch mich. Hier du sind lernst, damals, ja. Hier sind wir damals schon mit den Fahrrädern rumgefahren. Der Kanaren-Rundfahrt damals, 2021. Nee, das ist falsch. Das könnt ihr nachgucken. Das war 2020. Ach. 21 sind wir mit dem Bus gefahren. Stimmt. Ach, war ja. Der verhängnisvolle Ausflug. Ja, das stimmt. Deswegen vergesse ich das nicht. Ja, jetzt hier schön rumgestrollt, wie wir immer so schön sagen. Fritte genießt ein Kaltgetränk ihrer Wahl. Apple Tisa. Und werden jetzt nochmal. Top-Getränk. Nochmal ein bisschen hier weiter, jetzt gleich mal an der Küste entlang zum Schiff zurück. Ja. Also bleibt dran. Hier haben wir was entdeckt, das kannten wir noch nicht. Das ist der nee, Strand hier. Das ist ne? Der Strand, direkt hier hinter der Stadt. Das ist ja hier. Ihr seht, ist Copacabana. Da hinten ist das Schiff. Hier ist der Strand. Das ist ja der Wahnsinn. Müssen wir da mal schnell aufs Schiff und Schwimmsachen. Mhm. Ritter hat, glaube ich, schon Schwimmsachen an. Nee, nur oben. Frieda, müssen wir noch eine Schwimmpants mitnehmen, ne? Ja, und? Schwimmpampers. Und den Schwimmanzug, den Sonnenanzug. Ach stimmt, wir brauchen ja auch die Windel, sonst schwimmt das auf. Mich auch so Schirme, ne? Ja, wir machen euch da auf jeden Fall mal hier so eine kleine Map rein, ne? Also, der also wisst, die Hütte da nämlich, der, ist. Der Fritte, Palme. Fritte hat eine Wohnung oder ein Haus gefunden, was sie nehmen würde. Wir müssen mal gucken, wo wir da verhandeln müssen. Eine Ewigkeit später. So. Auslaufen ist gestartet. Hier aus La Palma. Herr Fritte. Oh, da liegen wir. Wir sind schon wieder 13 Minuten zu früh. Aber es kommt auch die Musik. War ein schöner Tag hier auf jeden Fall. Wir haben die Sonne genossen heute Vormittag und Frieda winkt. Ne? Wir haben heute Vormittag den Tag draußen genossen. Da war richtig schön Sonnenschein. Gerade eben waren wir noch mal kurz draußen. Da war dann aber nicht mehr so die Sonne. Ne? Warm war es auf jeden Fall, das stimmt. Ja, wir haben sie eben eingepackt. Ich habe gesehen, unten Ladeluke wurde eingepackt, die Sonne. Und wir sie morgen auch wieder haben. Wir sind jetzt am Weg nach Lanzarote und ja, freuen uns. Hoffentlich ist es eine ruhige Überfahrt. Eigentlich ist die Distanz ja sehr gering. Und hoffen wir, dass er nicht so langsam fährt und rumkuttert. Aber wir werden es sehen und berichten. Das seht ihr aber dann im nächsten Vlog. Hier kommt noch ein bisschen die Vorschau und vielleicht noch was vom Abendprogramm. Sonst sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Vlog wieder. Ich habe heute ne? Schon einiges hier. Ah, ja, ja, stimmt. Platz mehr, ne? Das glauben wir selber nicht, aber. Für eine kleine Kleinigkeit. Kleine Kleinigkeit. Heute ist nämlich Spanienabend im Markt. Spanien und Philippinen im East. Also da müssen wir hin. Krank, ne? Ja. Wir freuen uns schon auf den griechischen Abend vom Mikos. Ja. Wenn der kommt, gibt's Besuch. Das wird schön. Also in diesem Sinne, bleibt dran. Schön, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Einschalten. Danke fürs Abonnieren. Kostet und ja nichts, ne? Hasta luego. Hasta luego.
Ihr seht, windig ist es schon. Die Nacht war was stürmischer. Das ist ja direkt hier am Hafen. Tipp für euch mit Kindern, von daher Top-Empfehlung.